Alma hat Sergeant Griffin getötet. Sie konnten sie nicht daran hindern. Nun versuchen sie zusammen mit den überlebenden Teammitgliedern zur Wade-Grundschule zu gelangen und Colonel Warnecks Leute daran zu hindern, Snakefist und Genevieve Aristide zu erreichen. Und was ist da draußen passiert, Lieutenant? Ich habe sie noch nie so erlebt. Sie tötete Griffin. Wer? Alma. Sind Sie sicher? Ich bin mir über gar nichts mehr sicher. Sich mit angepissten toten Mädchen rumschlagen, hatte ich mir nicht vorgestellt. Dann suchen wir doch diesen Snakefist. Wir sollten uns hier aufteilen. Keegan, die Wunde, sind Sie sicher, dass Sie fit sind? Ich werde es durchstehen, Lieutenant. Gut, also das hier ist Aufklärung. Fangen Sie keine Kämpfe an. Beckett geht mit mir. Keegan! Dein Einsatzkumpel! Wir sehen uns später. Jojo, nicht sterben auf dem Weg. Intra, Aufklärung. Keine Sorge, Hülti. Ich bin echt schießfertig. Also Beckett, suchen wir Snakefist. Klar. Und wir werden ihn auch finden, okay? Ist das ein Deal? Es wird immer besser. Was will er in einer Grundschule? Lernen? Egal. Lass uns rein da. Keegan, melden. Nichts zu berichten bis jetzt, Lieutenant. Außer noch einen Migräneanfall. Ja, also, die Dinger hier, die sind zu, also. Auf diesem Weg kommen wir nicht rein. Ja. Es muss aber einen Weg geben. Warum? Hat irgendjemand der Schulleitung vorgeschrieben, dass es immer irgendwie einen Weg geben muss? Vielleicht haben wir halt auch einfach verkackt. Vielleicht gibt es ja keinen Weg. Aber wir schauen einfach mal. Die Wade Elementary. Ich hätte einen Weg. Such weiter, es gibt immer einen Weg. Ja, ich hab einen. Wir gehen an diese Kanone und, ne? Ich meine, es sind Türen einer Grundschule. Wie stabil können die sein? Wie stabil können die schon sein? Na, gucken wir mal. Vielleicht kann man hier sogar durch. Nee. Okay. Ich bin möglicherweise lost. Wo muss man rein? Ist dieses Tor hier irgendwie umgänglich? Nee. Dann gucken wir mal hier. Hier scheint auch nirgendwo ein Loch oder so zu sein, wo man einfach durch kann. Ha, ja, dann gibt es wahrscheinlich nur hier vielleicht die Möglichkeit, irgendwie das aufzumachen. Nee. Nee. Ja, scheiße. Hey, Beckett. Siehst du den Vorsprung an der Mauer? Schau mal. Welchen Vorsprung an der Mauer? Also ich sehe hier eine Mauer. Was stand da gerade? Untersuchen Sie das Gitter in der Nähe der Eingangstüren. Ah. Keegan, wir sind unterwegs in die Schule. Verstanden, Lieutenant. Ich nähere mich von Süden aus an. Gut, wach bleiben. Die haben doch jetzt nicht wirklich erwartet, dass so ein Blindfisch wie ich das alleine findet. Ha! Nie im Leben. So, gucken wir mal. Sehr geehrte Mrs. Preston, sehr geehrter Mr. Preston. Wir sind besorgt über die Fehlzeiten Ihres Sohnes Max und seinen Fortschritt im Unterricht. Max hat in den letzten 2 Wochen mehrmals gefehlt und wenn er in der Schule ist, nimmt er nicht am erforderlichen Maß an den Unterrichtsaktivitäten teil. Besondere Probleme sind: Weigerung, zu den vorgeschriebenen Zeiten am obligatorischen Mittagsschlaf teilzunehmen. Weigerung, das Pausenfrühstück mit der Klasse einzunehmen. Weigerung, in den Kunst- und Handarbeitsstunden kreativ zu sein. Unangemessenes Verhalten, wie zum Beispiel der Versuch, die Röcke der Mädchen anzuheben.
und in der Cafeteria zu urinieren. Der Direktor würde gerne ein Treffen mit Ihnen ansetzen, an dem auch der Schulberater teilnehmen sollte, um Möglichkeiten zu erörtern, mit denen Max zu einem angemesseneren Verhalten ermutigt werden kann. Wir bitten um eine Antwort bis Montagnachmittag. Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen, Miss Janice A. Potts, Verwaltungsleiterin Anwesenheit und Archiv Wade Grundschule. Ein schöner Ort für Kinder. Er ist also so ein kleiner Schlawiner, der kleine Max. Aber ich fand den einen Teil ein bisschen merkwürdig. Er hat sich geweigert, kreativ zu sein. Vielleicht ist das Kind halt auch einfach nicht kreativ. So, come on. Sei kreativ, sofort. Du schreibst jetzt ein wunderschönes Lied hier auf diesem Kinderklavier. Ansonsten setzt's was. Warte mal, mein Funk spinnt gerade. Ach, egal, weiter. Richtig, wir brauchen hier gerade keinen Funk. Wir sind doch quasi nebeneinander. Also ich weiß ja nicht, was die Grundschüler hier gespielt haben, aber ich hätte gerne mitgemacht. Ob der Schaden hier von einer Explosion oder einer Schießerei stammt? Wahrscheinlich beides. Ja, wir sind hier immerhin in der Grundschule. Wahrscheinlich beides. Diese Kinder sind unberechenbar. Passt mal einmal nicht auf, ey. Hier sind wir richtig. Eine Minute lässt man die Dinger aus den Augen und schon Schießerei, Explosion, alle tot. Man kennt's. Anwesende. Mhm. Gibt's hier irgendeiner? Da ist dieser Max Preston. Sind da noch irgendwelche anderen Namen, die man irgendwie kennt? Weil ich habe jetzt keine Lust, einfach nur Namen vorzulesen. So. Alle Schüler, die mehr als 2 Tage in einer Woche fehlen, müssen sich direkt nach Wiederankunft im Sanitätsraum melden, um sich die versäumten Dosen an Zusatzstoffen verabreichen zu lassen. Ach so, hier werden die Experimente an den Kindern gemacht, oder was? Kam Alma auch original von hier? Warte mal ganz kurz, bevor du da weitergehst. Ich will nur ganz kurz schauen, was denn da hinten dann eventuell noch ist, weil hier ist es zu. Und hier haben auch einen Hinweis. Vertraulich, ATCU Missionsstatus. Erster Wohnsitz, Genevieve Aristide, Präsidentin ATC. A. Aufzeichnungen und Computer säubern. Unvollständig. B. G-Punkt Aristide festnehmen oder eliminieren. Unvollständig. Zweitens. Medizinische Einrichtung, Harbringer und Äußerring des Testgebiets. A. Aufzeichnungen. Proben, Ausrüstung und Personal säubern. Vollständig. B. Replika-Soldaten und Harbringer-Testobjekte töten. Vollständig. C. Harbringer-Kandidaten eliminieren. Unvollständig. D. Anlagen zerstören. Vollständig. Drittens. Wake-Grundschule und Paragon-Anlage. A. Aufzeichnung, Blutproben, Schüler und Personal säubern. In Arbeit. B. Anlagen zerstören. In Arbeit. Schüler und Personal scheinen bei der Explosion der Kammer verschwunden zu sein. Mhm. Okay, da liegt nur noch eine Granate. Tja, Kinder, wo wollt ihr sitzen? An dem Tisch mit dem Marienkäfer? An dem Tisch mit dem Frosch oder an dem Tisch mit dem Vogel? Sucht euch's aus. Ja, so in etwa stelle ich mir die Konversation in dieser Schule vor. Und dann wird sich hier wahrscheinlich so gestritten. Was weiß ich, Hanna, ich hab den Marienkäfer-Slot, du darfst da nicht reinlegen oder so. Ja, so in etwa. So in etwa läuft es da. Und was hast du so gelernt in der Grundschule? So Grundrechenarten? Hast du Addition gelernt, Subtraktion oder? Oder nur wie meine Waffe bedient? Ich weiß nicht, wie das in Amerika läuft. Öffne diese Tür bitte. Oder geh einfach so durch. Pass bloß auf, Beckett. Ja, ich würde besser aufpassen können, wenn du mich nicht hier permanent blocken würdest. Ich weiß ja noch nicht mal vorletzt. Danke. Okay, jetzt sind wir wieder unten. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Wer bist du denn?
Ey. Beckett, hörst du mich? Ja. Ich weiß nicht, was eben passiert ist. Ich muss kurz weg gewesen sein. Als ich aufsah, warst du weg. Ich schwöre, eben war hier noch eine Tür. Ich werde zurückgehen und einen Weg hineinsuchen. Okay, warte mal. Fantastic First Graders. Okay, also in dieser Klasse sind ein Metalhead, ein erstaunlich bärtiger, ich meine, wie alt sind Erstklässler? 7, irgendwie so, ein erstaunlich bärtiger 7-Jähriger, ein erstaunlich muskulöser 7-Jähriger, ein grauhaariger und Zigarre rauchender 7-Jähriger, ein Eichhörnchen. Und ein Eichhörnchen in einer anderen Farbe. Und Alma. Ja, mich wundert es langsam nicht, dass die ein bisschen durchgeknallt ist mit so einer Klasse. Ich meine, wer kennt's nicht? Man ist da so in der ersten Klasse und auf einmal ist da quasi so eine Kopie von Arnold Schwarzenegger neben einem. Blottgeist. Goblos. Ja, krass. Natürlich ist es sehr wichtig, auf seinen Instrumenten schon Patches oder Kleber von Bands wie Blottgeist drauf zu haben, wenn man in der Grundschule ist. Ja. Essentiell. Ich meine, gut, ich habe in der Grundschule auch schon Metal gehört, aber naja. So ist es halt. Ja gut, ich wollte ihn nicht stören, er hat so friedlich gespielt. Was habe ich denn hier noch für... Ey. Jetzt bleib doch mal stehen. Au, der Penner. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der einfach stehen bleibt und mich haut. Seit wann habe ich wieder eine Maschinenpistole? Okay, ein Raketenwerfer wäre jetzt vielleicht ein bisschen Overkill. Hat sich die Reihenfolge geändert der Waffen, die ich dabei habe? Auf der 4, also die habe ich gerade gerückt, war garantiert nicht die Maschinenpistole eigentlich. Naja. Nehmen wir das mal so hin. Wo ist er denn jetzt hin da? Also. Bisschen belastend jetzt natürlich, dass ich jetzt hier eine komplett andere Reihenfolge habe und ich mich jetzt da wirklich erstmal umgewöhnen muss, aber naja. Das werde ich schon hinbekommen. Pistole? Nee, ich bin mit meinen Waffen aktuell eigentlich recht zufrieden. Ich nehme mal schwer an, dass wir hier diesen Koffer wegpacken müssen. Ja. Und yeah. Einfach über die Absperrung gehüpft. Ach, da hätte man auch durchlaufen können. Oh je.
unser Charakter auch hier auf die Schule gegangen, oder wie? Oh, da ist ja Alma. Meine Taschenlampe funktioniert nicht mehr. Ah. Ja, ja. Ach, Alma. Erschreckt mich doch nicht so. So, das ist jetzt passiert. Ach, hier sind wir beim Eingang. Nee, Quatsch, das ist der Pausenhof oder so. Tach. Was will die Alma? Oje, oje. Besuch. Okay, ah, da ist noch einer. Ja, ja. Wo ist er hin? Lebt da noch wer? So, ich denke, das dürfte der letzte gewesen sein. Dann gebt mir mal eure Munition, bitte, danke. Schrotgewehr mitnehmen? Ja, nein. Puh, machen wir einfach mal. Viel Maschinenpistolenmunition gibt es ja derzeit nicht mehr, also ist das, denke ich, in Ordnung. Hauptsache Raketenwerfermunition in einer Grundschule. Perfekt. Ja, ich denke mal, da sollte ich... Ja, nee, das ist eine schlechte Idee. Ich will nicht durchs Feuer rennen. Muss ich durchs Feuer rennen? Ich glaube, ich muss durchs Feuer rennen. Nee, warte. Ah, da hoch muss ich. Wie stellen wir das am besten an? Ein Chopper ist abgeschmiert. Wem gehört ihr? Weiß nicht, aber wohl keine Freunde. Oh. Oh je. Mal gucken, ich habe doch noch bestimmt so ein paar Schockgranaten. Na also. Na, lass mich hoch. So, kein Problem, kein Problem. Bring die doch einfach oben. Halt durch, ich bin unterwegs. Naja, die brauchen mich.
Aber erst muss ich lesen. So. Memo. Montagvormittag bitte während Anwesenheitsappell der Schüler bekannt geben. Besondere Veranstaltung. Donnerstagnachmittag 15 Uhr. Redner Dr. Marshall Diesler. Dr. Diesler wird über den Arbeitsalltag eines Wissenschaftlers berichten, was Wissenschaftler in der Forschung tun und welche Berufe denjenigen offenstehen, die Interesse und Talent an Wissenschaften zeigen. Diese Pflichtveranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der regionalen Wissenschaftsmesse Fairport organisiert. Dr. Diesler oder Diesler und andere Angehörige der Armachem Technology Corporation werden in der Stunde nach dem Vortrag anwesend sein, um Detailfragen zu beantworten und Blutproben zu nehmen. Na, nach da hinten komme ich immer noch nicht, aber ist eigentlich auch egal. Ich bin vorbei an dem Hindernis. Mehr ist jetzt erstmal nicht relevant. Komm, treten wir diesen Ball nach unten. Dann hat irgendjemand versehentlich auf das Dach geschossen und dann ist der wieder. Oh. Dann ist der fürs nächste Mal wieder da, wenn jemand damit spielen will, genau. Ja, zeig dich. Na gut, dann nutze ich die Zeit zum Nachladen. Okay, bevor ich da weitergehe, weil es da wahrscheinlich weitergeht, will ich gucken, was da hinten noch um der Ecke war. Das würde mich dann doch noch ein wenig interessieren, beziehungsweise nee, die Treppe runter sogar. Ja, hier geht's ja noch voll wohin, aber hier ist nur ein Medikit und eine verschlossene Tür. Beziehungsweise eine verbarrikadierte Tür. Vielleicht ist sie gar nicht verschlossen. Man bleibt hier an sehr viel Zeug teilweise hängen. Hey, random, dass da nur einer lebt und einfach so hingelaufen kommt, so. Aber okay. Das ist jetzt ein kleines Problemchen. Ja, das ist definitiv ein kleines Problemchen. Ah, ja, ja. Ach, habe ich so ein Dings erwischt, so ein Stromkasten hier. Naja, oder so ein Transformator oder so. Es hieß ja, dass es die dann... Yeah, ich dreh den Tisch um. Aber ja, es hieß ja, dass es die dann kurzzeitig stört. Ich glaube, da runterspringen ist eine blöde Idee. Ah, okay, wir müssen also trotzdem noch da raus. Ach, immer dieses gedrückt halten. Ich nehme mal schwer an, es ist eine schlechte Idee, hier die Rotoren abzubekommen. Auch wenn die sich langsam drehen. Es tut wahrscheinlich trotzdem noch sehr weh. Es ist immer noch ein Heli. Kann man immer noch mal kurz eben mal so ein Köpfchen kürzer gemacht werden. Hey, Tag. Schön, dass du hier bist. Beckett! Keegan, was ist los? Ach, nicht schon wieder. Was ist mit dir? Ha,